Als geneigter Phoenix-Zuschauer erinnern Sie sich mit Sicherheit auch noch gut daran. Anfang vergangenen Jahres entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die NPD nicht verboten werden könne, weil sie ganz einfach zu unbedeutend sei, um ihre verfassungsfeindlichen Ziele in die Tat umzusetzen. Es war der zweite Versuch. Der erste Vorstoß war bereits 2003 gescheitert. Karlsruhe gab bei seiner Entscheidung im letzten Jahr aber den Hinweis, die rechtsextreme Partei könne beispielsweise von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. Ob ein Verfahren angestrebt werden solle, damit befasste sich heute der Deutsche Bundestag. Ergebnis: Mit breiter Mehrheit beschloss das Parlament den Gang nach Karlsruhe. Als wir in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen haben, das Gesetz auf den Weg zu bringen, das es ermöglicht, verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, habe ich bereits an dieser Stelle dafür geworben, einen Ausschlussantrag mit Blick auf die NPD auch unter Beteiligung des Deutschen Bundestages zu stellen. Und ich wünsche mir, dass der entsprechende Antrag heute in diesem Haus eine möglichst breite Unterstützung findet, um ein möglichst klares Signal in dieses Land und auch nach Karlsruhe auszusenden. Denjenigen, die der Meinung sind, ein solches Verfahren sei unnötig, weil der NPD keine große Bedeutung mehr zukomme, möchte ich zu bedenken geben, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt. Und wir müssen alles daran setzen, dass sich dies nicht noch einmal ändert und dass die NPD ohnmächtig bleibt. Denjenigen, die der Meinung sind, ein solches Verfahren sei unnötig, weil zugunsten der NPD im Jahr 2017 nur noch ein Betrag von knapp 1 Million Euro festgesetzt worden sei, möchte ich sagen, mit Blick auf eine verfassungsfeindliche Partei kann es für uns als wehrhafte Demokratie nicht hinnehmbar sein, dass wir sie nur mit einem einzigen Euro oder mit einem einzigen Cent in ihrem Kampf gegen unseren Staat unterstützen. Für die NPD ist jeder Cent ein Cent zu viel. Meine Damen und Herren, der Bundestag, wir sollen heute beschließen, die NPD auszuschließen von der Finanzierung, weil diese Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Anführungsstrichen, so ich zitiere, missachte und verfassungsfeindliche Ziele verfolge. So findet man das in der Vorabfassung Ihres Antrags, die Endfassung kennen wir ja noch nicht, im ersten Satz der Begründung. Der geneigte Leser dann, wenn er Jurist ist vor allem, liest weiter und begibt sich auf die Suche nach Tatsachen, nach einem tatsachenbestückten Sachverhalt, der das unterstützt. Der geneigte Leser findet dazu nichts. Er findet lediglich einen Hinweis auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Anfang 2017, in dem aber vom Missachten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als einer Voraussetzung für das Verbot, für den Ausschluss von der Finanzierung gar nicht die Rede ist. Das Wort Missachten findet man in dem Urteil überhaupt nicht. Liebe Großkoalitionäre, gut gedacht, schlecht gemacht. Wir helfen in dem Ausschuss gerne, den Antrag vernünftig zu formulieren. Man findet dann im Antrag auch keine einzige Tatsache, wobei freilich gefühlt, und da gebe ich Ihnen recht, viel für diesen Antrag spricht und die NPD eine zutiefst widerliche Partei ist. Das muss auch mal ganz klar von hier vorne gesagt werden. Aber es geht hier nicht um Gefühle und um Gefühlsduselei, meine Damen und Herren, sondern es geht um einen Antrag zum Bundesverfassungsgericht, der den Kernbereich der Demokratie, nämlich das Parteienrecht, betrifft. Und ein solcher Antrag muss gründlich vorbereitet werden. Dabei helfen wir, wie gesagt, gerne, liebe Altparteien. Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Diskriminierung jeglicher Art und antidemokratische Hetze dürfen in unserem Land an keiner Stelle in unserer Gesellschaft einen Platz haben. Menschenfeindlichkeit und rechte Hetze sind aber trotzdem leider traurige und bittere und erschreckende Realität und seit der letzten Wahl leider auch hier in diesem Parlament. Das Bundesverfassungsgericht hat am 17. Januar 2017 ganz klar zum Ausdruck gebracht, ganz klar festgestellt, dass die NPD verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Und die NPD wurde leider nur mangels Gefährlichkeit nicht verboten. Darüber kann man viel diskutieren, wie gefährlich eine Partei ist und wann der richtige Zeitpunkt für ein Verbot ist. Aber unabhängig davon hat uns, dem Gesetzgeber, das Bundesverfassungsgericht, einen ganz wichtigen Hinweis gegeben, nämlich dass wir gleichwohl jenseits eines Verbots, unterhalb eines Verbots, Sanktionen vornehmen können. Und wir haben diese Sanktionsmöglichkeiten eröffnet.
Denn es ist absolut unverständlich, und darauf haben wir uns hier im Bundestag auch verständigt, dass verfassungsfeindliche Parteien staatliches Geld bekommen. Und Herr Habert hat zu Recht gesagt, dabei kommt es gar nicht auf die Höhe an, denn jeder Cent für eine verfassungsfeindliche Partei aus staatlichen Mitteln ist einer zu viel. Wie gehen wir jetzt mit einer Entscheidung um, wo das Grundgesetz geändert worden ist und es möglich geworden ist, eine Partei, die nachweislich und festgestellt vom Gericht verfassungsfeindlich ist, die Finanzierung zu unterbinden? Ich glaube, im Kern ist es deswegen richtig zu sagen, oder es ist richtig zu sagen, einer Partei, die nachweislich verfassungsfeindliche Ziele verfolgt und wo es das Instrument gibt, ihr die Finanzierung zu unterbinden, der sollte man nicht sehenden Auges Geld hinterherwerfen, wissend, dass sie verfassungsfeindlich ist. Es sind ja nicht wir, die über diese Frage befinden, sondern wir stellen einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht. Es ist also nicht so, dass sich andere Parteien missliebigen Wettbewerbes sozusagen entledigen, sondern am Ende ist es ein Antrag, der auch wieder in Karlsruhe entschieden wird. Und ich bin mir sicher, dass diejenigen, die das vortragen werden, auch so sachgerecht tun werden, dass wir die prinzipielle Grundsatzentscheidung heute dazu treffen können. Die Linke hat das NPD-Verbotsverfahren immer unterstützt. Von daher trägt sie mehrheitlich auch die abgemilderte Variante des Entzugs der Parteienfinanzierung mit. Dass Nazis bzw. Rechtsextremisten bekämpft werden müssen, steht für alle Linke ohne Zweifel nicht außer Frage. Doch ein Teil meiner Fraktion wird sich heute bei dieser Abstimmung enthalten. Es gibt bürgerrechtliche Bedenken. Den Kampf gegen Rechts durch Parteienverbote, die FDP hat es früher auch vertreten, oder Ausschluss oder auch Teile der Grünen von der Parteienfinanzierung zu führen. Ich kann diese Bedenken durchaus nachvollziehen, denn natürlich handelt es sich hier um eine Einschränkung der Demokratie, auch wenn sie sich gegen Feinde der Demokratie richtet. Meine persönliche Auffassung ist aber, es gibt keine gesellschaftliche Pflicht zur Finanzierung von Parteien, die eben dieser Gesellschaft die elementaren Grundrechte absprechen. Wir haben in der Fraktion also tagelang seit letzten Donnerstag noch mal sehr intensiv darüber diskutiert, weil wir auch ein Problem gesehen hatten bei den Vorschlägen, nämlich weil wir das Problem sehen, dass in diesem Antrag und Beschluss heute, so wie er singulär und alleine dasteht, auch ein Stück weit reine Symbolhandlung ist. Worüber reden wir denn, meine Damen und Herren? Wir reden über die Finanzierung der NPD, die im letzten Jahr 850.000 gekriegt hat, die sich bei der letzten Bundestagswahl von 1,5% auf 0,4% reduziert hat. Und es wird so weitergehen. Wahrscheinlich wird sie, wenn das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung über die staatliche Finanzierung trifft, ohnehin schon nicht mehr die Kriterien für eine Finanzierung erfüllen, meine Damen und Herren. Man könnte also sagen, wir treten irgendwie auch gerade damit auf einen politischen Zwerg oder auf eine tote Leiche, meine Damen und Herren. Wir lösen das Problem mit dem Beschluss heute nicht auf. Das ist der Punkt. Weil unser wirklich zentrales Problem ist ja gar nicht die NPD, die gefährlich, widerlich eine Zumutung ist. Die Dimension ist ja, meine Damen und Herren, noch viel größer. Rechtsradikale, antisemitische, homophobe Einstellungen gibt es bis zu 20% in dieser Gesellschaft. Und so um das Jahr 2000 hat die Rechte angefangen, zu einer neuen Rechte zu werden, sich neu zu organisieren. Sie sind rein in Jugendzentren, haben demokratische Jugendliche verdrängt, Druck auf Engagierte gemacht, sodass Geschäfte Fluchtwege eröffnen mussten. Sie sind mit CDs auf Schulhöfe gegangen, um Kinder einzufangen, und sie haben sich eine Zeitung gegründet. Und wenn ich das noch weiter sehe, sie hat sich ja weiter strukturiert. Heute gibt es Stiftungen, Thinktanks, eine eigene Nachrichtenwelt aus Geldern, die wahrscheinlich der Bundesrechnungshof demnächst prüfen wird. Sie machen gezielt Propaganda mit modernen Kommunikationsmitteln. Sie wollen die demokratischen Strukturen dieses Landes abschaffen, die Prinzipien abschaffen, meine Damen und Herren, und sie schaffen sich ein eigenes digitales Volk. Sie fangen richtig an mit einer Ideologie, als wären sie die einzig wahre Stimme eines wahren Volkes, das sie sich aber selber zusammenbauen und wo sie bestimmen. Das ist ein Absolutismus, meine Damen und Herren, der weit über die NPD-Frage hinausgeht. Und deshalb reicht uns Ihr Antrag nicht. Er reicht nicht aus.
Wir brauchen eine Offensive gegen alle Formen gruppenbezogener Gewalt, gegen Rechtsextremismus, Radikale. Und wir wissen doch, das sind wir den Opfern schuldig, gerade in diesen Tagen, in denen beim NSU-Prozess die Plädoyers gehalten werden, meine Damen und Herren.